Jetzt kommt's, ich bin taktischer Wähler. Die Alternative für Deutschland hat tatsächlich den einen Vorteil, wenn die über die 5% kommen, wird die Regierung vielleicht gestürzt. Die haben den einen Nachteil, dass da relativ viel irre sind. Muss man gar nicht mehr vorstellen, oder? Mhm. Maximilian Lenz, Westbam, kennt jeder. Hast du das Kanzlerduell gesehen? Da habe ich so reingeguckt. Und der, tatsächlich war es so, dass der Steinbrück, ich muss da zwischendurch leider an seinem Verstand zweifeln, wenn dann so schnellfeuergewehrmäßig in so Polit-Dinger da die Dinge abgefeuert werden, da muss ich mich konzentrieren. Und ich denke, dass da jetzt kein Erhellungsprozess irgendwo stattfindet. Bei den allermeisten Leuten, die da zugucken. Vergleich das mal mit einem Set, das du in einem Club spielst. Hat der Steinbrück das geschafft, irgendwann den Bass reinzudrehen und dann gehen die Arme hoch? Ja, das eben nun mal gar nicht. Es gibt ja so ganz so diese interessantristischen DJs, die so auflegen, so nach dem Motto, Mann, die Leute haben wieder nicht mitgemacht. Dabei habe ich die allerbeste Musik gespielt. Ja. An der Stelle kann es ja nicht darum gehen. Also irgendwie willst du doch den Leuten vermitteln, dann doch, du kannst die Sache so einfach erklären, dass sie für die Zuschauer zu ergründen sind oder ihnen das Gefühl zu geben, du nimmst sie da mit und erklärst ihnen, wie du das jetzt machen willst. Und diesen Eindruck, ich hatte das nicht und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er das versucht. Lass uns von Mutti reden. Fandst du die sympathisch? Ja, und Mutti, wie gesagt, Mutti redet langsamer, sie redet klarer und sie beruhigt mehr. Und ich denke, dass das ein allgemeines Gefühl der Menschen ist. Das gilt, und das kann man überall ablesen. Das gilt in der Musik. Sozusagen, da sind auch die getragenen Sachen, die übersichtlichen Sachen kommen besser. Die Ballade, oder wie? Ja, im weitesten Sinne. Ich glaube auch, in der Literatur ist es so, also früher, Bret Easton Ellis oder so, das ist heute, die Leute wollen nicht mehr gestresst werden. Ja? Weil sie das Gefühl haben, es ist alles so uncheckbar, so komplex. Also Euro-Krise, NSA, Prism, diese ganzen Geschichten. Genau, es ist alles so nervig, es gibt so wenig Probleme, dass ich dann irgendwo das Gefühl habe, also ich spreche jetzt für den Wähler, es stresst mich sowieso alles genug, dann lass mich wenigstens, dass da Mutti sitzt und sagt, ja, wir werden jetzt mal sehen, wir arbeiten dran. Ich persönlich hätte gerne eine Politik, die anfängt, irgendwelche Probleme mal zu lösen. Ja. Ja, und das tut Mutti überhaupt nicht. Was hältst du von den Grünen? Ich muss zugeben, ich habe die Grünen in meinem Leben schon gewählt, aber ich werde es nicht nochmal tun. Warum nicht? Ja, weil ich traue keinen Hippies. Wie hast du das wahrgenommen, als dann diese Forderung kam, Veggie Day, einen Tag vegetarisch essen? Ja, wie gesagt, also das es ist aus derselben Serie. Nach dem Motto, wir wissen, wie es geht und ihr müsst das einsehen. Pass auf, wählt uns, damit wir euer Leben zum Besseren regulieren können. Es gibt ja vernünftige Gründe, weswegen man vegetarisch essen soll. Für die eigene Gesundheit oder auch für die Umwelt. Ne? Ein Kilo Rindfleisch werden 20.000 Liter Trinkwasser verbraucht. So. Da wäre es doch ganz schön, wenn man mal auf eine Currywurst verzichten könnte oder so. Aber dahinter steht immer die Idee, ich habe den richtigen Plan und pass auf, wir machen das alles, das ist eben Planwirtschaft. Und da muss man andere Wege finden. Die Planwirtschaft, die Idee sozusagen, ich plane für euch Montag, esst ihr bitte keine Würstel mehr, das haut nicht hin. Und wie gesagt, es geht mir total gegen den Strich. Nicht die Agenda, nicht die Idee, dass Leute weniger Fleisch essen sollen, finde ich okay, aber sozusagen genau bei sowas hört es dann auf. Wie nimmst du die Linkspartei wahr? Ja, leider auch komplett irre. wir gehen hier raus und denken, das ist ja völlig fatal, das ist ja alles völliger Wahnsinn. Also ganz ehrlich, das ist mein Dilemma. Ich bin ja besser verdienender auf jeden Fall. Aber sozusagen, also so, ich bin selbstständig und so. So also von daher, das so, also wenn ich jetzt so an die Sache rangehen würde, dann müsste ich sagen, meine Partei ist im Grunde die FDP, wenn ich also Demokratie verstehe als
ihr wählt das, was für euch das Beste ist, ich wähle das, was für mich das Beste ist, dann müsste ich die wählen wahrscheinlich. Was bei mir dann am ehesten rauskommt, also das ist für mich wieder ein Grund, nicht zu wählen, dass ich jetzt sage, pass auf, Leute, das System, ich habe so meine Probleme insgesamt, wie es arbeitet. Wenn ich jetzt egoistisch für mich sage, ich gehöre zu den Erfolgreichen hier in der Gesellschaft, für mich arbeitet es persönlich sehr gut. Und ich glaube, also da macht FDP, CDU und SPD macht da eigentlich auch keinen großen Unterschied. Also das ist für mich schon fast ein Grund zu sagen, ich brauche nicht zu wählen. Es sollen doch die Leute wählen, die für sich was verbessern müssen. Wenn ich zur Wahl gehe, gehe ich immer nur zur Wahl, um die Regierung zu stürzen. Ich habe einen ganz großen Vorteil. Ich bin zur Wahl in Japan. Ich müsste also Briefwahl beantragen, habe ich aber noch nicht. Das heißt, du bist raus aus der ganzen Nummer. Ich bin raus. Ich sage, wenn ich zurückkomme, hoffe ich, dass ihr das richtig entschieden habt, Leute.